Hallo zusammen zu Let's Play The Hunter. Ich möchte euch heute ein bisschen über das Luftgewehr erzählen und auch zeigen, gerade was die Entfernung zum Ziel betrifft, wie sich das Luftgewehr auf 50, 75, 100 Meter verhält. Ich schieße heute mit dem Luftgewehr Kaliber 220. Und dem einzigen Zielfernrohr 3 bis 9 x 32 mm Zielfernrohr. Ich möchte dann gleich mit euch auf Kaninchenjagd gehen, um euch da auch zu zeigen, was so meine bevorzugten Gebiete sind, wo ich immer am erfolgreichsten bin. Vielleicht jetzt schon mal, meine beliebteste Zeit ist eigentlich 7 Uhr, wo ich bis jetzt, das größte Glück hatte. Später trifft man natürlich auch Kaninchen an, aber ich bin mit der Uhrzeit immer recht zufrieden. Hier vorne direkt die Zielscheiben mit Entfernung, die auch recht gut stimmen. Und hier sieht 50 Meter, 75 Meter, 100 Meter. Kaninchen sollte man eigentlich nicht aus einer größeren Entfernung als 50 Meter schießen, weil dann einfach das Luftgewehr zu schwach wird. Ich habe es mal probiert auf 100 Meter, habe auch direkt zweimal getroffen, aber es hat noch lange nicht gereicht, damit das Kaninchen eben halt erlegt wurde, was natürlich dann nicht weitmännisch ist. Ein Schuss auf 50 Meter. Trifft recht zielgenau. Bei 75 Metern kommt der erste Unterstrich zu tragen, was eigentlich auch noch recht zielgenau ist. Mehr oder weniger nach Verhältnissen. Es hat halt auch immer was mit den Gegebenheiten zu tun. Also ich habe es wirklich auch schon geschafft, genau bei 100 Metern zu treffen. Meines Erachtens nach spielt der Wind eine Rolle. So viel zu der Zielgenauigkeit. Und dann würde ich sagen, Waldmanns Heil und auf zur Jagd. Ich melde mich, wenn ich die ersten Kaninchen im Blickfeld habe. Bis gleich. Ja, auf dem Weg zu meinen Kaninchen steht mir jetzt ein Maultierhirsch im Wege, wo ich eigentlich empfehlen würde, auf gar keinen Fall zu verscheuchen, weil wenn die einmal anfangen zu laufen, ziehen sie alles mit. Und Kaninchen haben da dann einfach die Angewohnheit, sich recht lange zu verstecken und kommen dann auch längere Zeit nicht mehr raus. Jetzt ist es allerdings nur so, dass ich nur einen Bogen dabei habe, muss also relativ nah ran. Ich werde jetzt noch ein Stückchen rangehen und dann versuchen, das Mult hier herbeizurufen. Circa bei 30 Metern würde ich dann meinen Schuss absetzen. Ich versuche ebenfalls immer recht hoch zu kommen. Ich habe es oft genug gehabt, wenn die Position halt nicht richtig gewählt ist, dass es dann unheimlich schwer ist, einen vernünftigen Schuss halt abzugeben, gerade wenn man unterhalb des Tieres ist. Daher wollen wir mal gucken.
Ah, soppelt noch davon. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sagt trotzdem Lunge Herz. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich es habe. So, da hinten ist es. Ist doch noch recht weit gelaufen, war also kein perfekter Schuss, alles andere. Die Sache ist ja, dass das Herz recht tief sitzt. Bei den meisten Wildtieren. Punkte wird es natürlich nicht geben, weil es ein weibliches Tier war. Das ist allerdings anders. Bei den Kaninchen, die werden nach Gewicht berechnet. Ja, eine Minute noch gelebt. Kein guter Schuss. Vielleicht ganz kurz dazu, wo ich mich gerade befinde. Ich bin halt losgelaufen, hätte eigentlich die Aufnahme nicht abbrechen müssen, weil mir direkt das Maultier entgegenkam. Ich werde mich jetzt hier in dem Bereich auf Kaninchenjagd begeben. Wichtig ist halt, Kaninchen begeben sich recht oft und gerne auf offene Grünflächen, wo man sie eigentlich auch immer recht gut entdeckt. Ich ziehe ein bisschen weiter und melde mich, wenn ich das erste Kaninchen gesichtet habe. Bis gleich. So. Ein Stückchen weitergegangen. Sehen wir da hinten auch schon ein Kaninchen. Ich finde, man kann es immer ganz gut erkennen. Im hohen Gras ist es immer ein bisschen schwierig. Oh, hier in der Nähe war auch eins. Da läuft's. Habe ich gerade verscheucht. Ja. Jetzt läuft das hintere auch weg. Schauen wir mal, wo es sich versteckt. Ich kann euch auch nur raten, versucht möglichst das Kaninchen nicht aus den Augen zu lassen. Die sind so flink und laufen so schnell woanders hin. Dass es schon sehr schwierig ist, denen dann sonst zu folgen. Aber ich guck mal, ob ich eine vernünftige Position kriege. Das Schöne ist halt, wenn man gesehen hat, wo es sich versteckt hat, verharren sie recht lange an dieser Position. Man kann sich auch recht einfach und recht nah vor allen Dingen nähern. Ja, gucken wir doch mal. 50 Meter sollten wir haben. Ja. Gucken wir mal von der Position her. Ja. Das sollte klappen. Ich versuche immer auf den Kopf zu schießen. Sie verzeihen natürlich auch recht gut Fehlschüsse. Was auch dazu führen kann, dass sie sich eben halt aufrichten. Oder weiter hoppeln. Ich würde sagen, das Kaninchen haben wir. Das wollen wir uns gleich. Da oben auch noch eins gesichtet. Hat mich aber auch schon gehört. Meter. Zu weit.
und flüchtet. Also normalerweise, wenn sie gerade auch Männchen machen und die Ohren spitzen, das ist eigentlich auch am cleversten, nicht wie ich es mache, schnurstracks geradeaus drauf losstampfen, sondern wirklich einfach zu warten und das Kaninchen sich ein bisschen beruhigen zu lassen. Ah, Körperschuss. Aus 50 Metern Entfernung. Vielleicht ein bisschen mehr. Sollte nicht so weit gekommen sein. Da unten liegt es auch schon. Kleines männliches. Also so der Schnitt liegt immer so bei 1,5, 1,4, 1 bis 1,6 Kilo. Höre auch schon das nächste Hoppeln. Problem ist, wenn es dann gerade so nah ist, ist halt die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man es direkt verscheucht. Hoppelt. Ich sage, ich werde es suchen und melde mich, wenn ich wieder eins vor Augen habe. So, hier vorne ist es hingehoppelt. Recht nah. Ja. Ich habe gerade auch schon das zweite gesehen, was sich da hinten befindet. Da hoppelt es. Also wie gesagt, also mit dieser Position bin ich sowas von zufrieden. Uhrzeit passt. Ja, genau ins Ohr. 19 Meter, wieder ein recht kleines. Wollen wir doch mal gucken, wie groß das nächste ist. Man sieht halt hier auch recht schön, eigentlich als Grafikfehler, dass unten das Gras nicht so ausgeprägt ist. Dadurch fallen die Kaninchen natürlich extrem gut auf. Wenn ich jetzt mit dem Fernglas hingucke, sieht man, dass da eigentlich auch noch recht viel Gras im Hintergrund ist. Wenn es dann da drin sitzen würde, ist es halt schon wieder recht schwer, es zu sehen. Ich pirsche mich ein bisschen näher ran. Schalte dann gleich wieder dazu. So, ich habe mich jetzt fast auf Schussdistanz genähert. Recht hohes Gras, recht schwieriger Schuss.
Ich suche mir jetzt mal eine bessere Position und sehe es vielleicht aus einem anderen Winkel besser. Immer versuchen zu merken, wo es gesessen hat, sonst wird es schwierig. Auch wenn wir es aufscheuchen, muss man nur versuchen, dem Kaninchen zu folgen und möglichst zu sehen, wo es sich dann versteckt. Ich sehe es nämlich jetzt absolut nicht mehr. Auch sehr wahrscheinlich, dass ich es mit meinem Rumgetrampel wieder irgendwo erschreckt habe, wenn ich schon in Deckung gelaufen ist. Alles der Hinweg sein. Da sitzt es. Hinter einem Baumstamm gerade nur die zwei Ohren daher blinzeln sehen. Da sieht man wirklich, wie nah man sich nähern kann. Versuchen wir, schnell einen Schuss abzugeben. Das ist auch eine sehr interessante Animation, gerade auch wie es wirklich in Real Life ist. So der letzte Reflex, die Beinchen gehen, da gibt nochmal Vollgas und das Kaninchen versucht nochmal zu springen. Ja, heute nur ein Zweier-Kaninchen. Naja, suchen wir mal weiter. Vielleicht mal einen Blick darauf, wie ich bis jetzt gelaufen bin. Ziemlich wirr. Was da vielleicht auch zu sagen ist, dass die Kaninchen recht geruchsunempfindlich sind. Also man braucht nicht extra jetzt irgendwo einen Geruchsreduzierer. Ich habe zwar jetzt noch einen drauf, wegen dem Maultier. Aber das bräuchte man bei Kaninchen an sich nicht. So, da hinten sitzt wieder eins, glaube ich. Da war doch nur ein Baumstamm. Ein Blatt. Oben sitzt eins. Dann schauen wir doch mal. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Jetzt noch so 70 Meter entfernt sein. Ja. Schwierige Position. Ich versuche mal, ob wir auf einen höheren Punkt kommen. Und dann schalte ich gleich wieder dazu. Bis gleich. Ich schalte direkt wieder dazu. Ich habe hinten direkt schon wieder ein neues entdeckt. Also hier wimmelt es halt wirklich vor Kaninchen. Da oben sitzt es. Dann würde ich sagen, probieren wir den doch.
War auch kein perfekter Schuss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich's jetzt wieder versteckt hat. Nee. Sollte erlegt sein. Ah, ist halt ein super Luftgewehr. Ich mag es gerne, dass es eben halt recht leise ist. Man hätte auch versuchen können, erstmal einen Schuss neben das Kaninchen zu setzen. Meistens werden sie dann neugierig, richten sich auf, schauen, wo das Geräusch herkam. Wo man dann eigentlich direkt wieder die Gelegenheit hat, einen besseren Schuss abzugeben. Ja. Da haben wir unseren 1,5er. So. So viel von mir zur Kaninchenjagd. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit The Hunter. Tschüss.